Möchten Sie uns einfach mal ganz kurz erzählen, um was es bei diesem Projekt geht? Service Learning, Sie haben uns auch schon erzählt, kommt so ein bisschen von den Business Schools. Genau. Also ursprünglich aus Amerika stammend haben wir im Jahr 2010 dieses Konzept hier aufgebaut an der HTW Saar. Service Learning ist letztlich die Verbindung von einen Service zu erbringen für die Gesellschaft außerhalb der Hochschule, eben unter Anwendung des bereits an der Hochschule erlernten Wissen. Beispielsweise Einrichtungen wie Diakonisches Werk oder Caritas oder auch die Aidshilfe Saar oder auch zum Beispiel jetzt aktuell das Landesinstitut für präventives Handeln. Das heißt Einrichtungen, die bestimmte soziale karitative Zwecke zu verrichten haben, denen aber häufig zur Durchführung bestimmter Projekte entweder die finanziellen Mittel fehlen oder auch das Know-how. Sie machen das in Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechsergruppen, jeweils mit 50 bis 70 Studenten. Das Ganze dauert dann ein Jahr. Es ersetzt die Seminararbeit sozusagen. Wie ist da Ihre Resonanz? Wie ist das Feedback von den Studenten? Also wir haben im ersten Jahr begonnen in einem Jahrgang, der bei uns einmal ca. 200 Studierende umfasst, mit einer Interessentenzahl oder Teilnehmerzahl von 40 Studierenden. Wir sind mittlerweile jetzt im dritten Jahr bei 65 Studierenden. Das heißt, das Projekt ist angenommen worden. Wir haben, ich sag mal, ein Fünftel bis ein Viertel aller Studierenden hier der Betriebswirtschaftslehre in einem solchen Service-Learning-Projekt. Und das, sag ich mal, sehe ich aus meiner Sicht schon sehr beachtlich, dass wir so einen großen Teil dafür begeistern können, sich ehrenamtlich für 5 ECTS, ja, aber über ein ganzes Jahr eben außerhalb der Hochschule in diesen sozialen Einrichtungen zu engagieren. Jetzt interessieren uns noch, gleich hören wir mehr über SABOP, auch einfach bisherige Erfahrungen, vielleicht wirklich positive und auch negative. Also positiv ist sicherlich die große Resonanz, auch außerhalb der Hochschule, auch die Tatsache, dass sich teilweise die Medien dafür interessieren oder auch im vergangenen Jahr dieses Projekt mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet wurde, sicherlich eine ganz tolle Erfahrung. Ich sag mal, eine weniger erfreuliche oder negative Erfahrung ist häufig eben auch, dass Themen trotz unseres Engagements häufig liegen bleiben. Also oft können Studierende die Projekte eben nicht so umfassend fertig machen, weil entweder die Zeit zu kurz ist oder es gibt auch Änderungen bei den Partnern außerhalb der Hochschule. Und vor allem eine Erfahrung oder besser gesagt eine Idee, die ich gerne umsetzen würde in der Zukunft, ist, dass wir das Ganze interdisziplinär gestalten. Das heißt, neben wirtschaftswissenschaftlichen Studierenden eben auch Ingenieure beispielsweise mit in solche Projekte nehmen können. Es gibt da Pläne, es gibt auch Bestrebungen, aber das steht eben noch aus. Also das ist noch eine Aufgabe, die wir als Hochschule in Angriff nehmen müssen, und das wäre mir einfach ein Anliegen, dass wir das ausbauen auch hin zu anderen Disziplinen.